Hallo Leute, hier ist Mari von AIW Welt und heute geht um ein wichtiges Thema, liegt für mich besonderes am Herzen. Das Thema ist die Thromboseprophylaxe versus die Antikoagulationstherapie. Los geht's. So, erlaubt mir bitte erst mal eine kleine Geschichte anzufangen. Als ich hier neu war, vor 3 Jahren, und habe dann angefangen, so Briefe zu schreiben. Da haben dann die anderen Kollegen meine Briefe korrigiert. Vielen Dank an die beiden Kollegen, Zaid und Levan. Und war auch sehr schwer für mich, natürlich. Und ich habe so immer gedacht, alle Patienten, die halt eine Operation kriegen oder zur stationären Aufnahme kommen, die kriegen doch eine Thromboseprophylaxe. Warum dann kriegen sie, was weiß ich, Clexane oder sowas? Warum würden sie sowas sonst kriegen? Deswegen habe ich bei manchen dann habe ich reingehauen in den Briefen Antikoagulation, bei den anderen habe ich Thromboseprophylaxe reingehauen. Ohne Grund, ohne zu wissen, was da los ist. Und der Kollege, ist ja viele Jahre älter als ich, der Levan, hat mich einmal zur Seite genommen und gesagt: Mari, ich finde es toll, dass du viele Briefe schreibst, aber die Geschichte mit Antikoagulation und Thromboseprophylaxe müssen wir abklären. Komm hier zu mir. Und das will ich jetzt euch sagen, kommt zu mir, wir klären die Geschichte für einmal und fertig. So, wie du es weißt, steht hier Thromboseprophylaxe und hier steht die Antikoagulationstherapie. Thromboseprophylaxe. Es steht auch in den Namen, Prophylaxe. Was gehört dazu? Das ist ein Patient, der noch nie eine Thrombose hat. Ja? Der hat keine Thrombose, könnte sein, dass er Risikofaktoren hat. Könnte sein, dass er auch keiner hat, der kommt aber und durch die Immobilisation bei der stationären Aufnahme oder bei der Operation, dann ist das Risiko relativ erhöht. Und da hat man gesehen, das kann zu Problemen führen, dass der Patient später sagt, ich habe da keine Thromboseprophylaxe und habe Thrombose gekriegt. Deswegen mittlerweile eigentlich kriegen alle Patienten Thromboseprophylaxe, obwohl besonders die Patienten, die mit Beckeneingriffen und Hüfteingriffen zum Beispiel viel mehr erhöhtes Risiko haben als ein Patient, der zum Beispiel eine Appendektomie kriegt. So, und bei diesen Patienten, die Thromboseprophylaxe, da ist der erste Punkt, was du sehen wirst, die haben keine Antikoagulation-Medikation, keine Blutverdünnung drin in der Medikation. Nummer 1. Zweiter Punkt. Wenn du dich dafür entschieden hast, eine Thromboseprophylaxe durchzuführen, es wird normalerweise mit entweder niedermolekularem Heparin oder unfraktioniert. Was ist dann niedermolekular? Niedermolekular ist halt Clexane. Ja? Was ist dann oder Fundaparinux zum Beispiel auch, geht auch Arixtra. Unfraktioniert ist halt Heparin, Liquimin, kennen dann viele. So. Das ist, was gehört zur Thromboseprophylaxe, was man merken soll, ist, es ist einmal, ja, Patienten haben keine Blutverdünnung, bin jetzt nicht der beste Schreiber, keine Blutverdünnung und kriegen dann 2 Sachen. So, was man immer wieder sieht, wenn der Patient schwerer ist, ja, die Thromboseprophylaxe wird nach Risiko durchgeführt und nicht nach Gewicht. Tut mir leid. Wenn es andere Leitlinien gibt, bitte dann kommentieren und mir diese Leitlinie schicken. Ich lasse mich gern belehren, wenn es da was anderes. Aber Zustand der Dinge heute, wo ich das Video drehe, es geht nicht nach Gewicht, sondern nach Risiko. Mag sein, dass ein Patient, der viel mehr Gewicht hat, hat ein hohes Risiko, es ist aber nicht in den Punkten, wo man jetzt das Risiko einschätzt. So. Die Patienten mit niedrigem Risiko, also jetzt sagen wir mal, junger Patient kommt, bleibt dann jetzt 2 Tage, kriegt nur eine Appendektomie, das ist kein erhöhtes Risiko, das ist ein niedriges Risiko, kriegt 0,2. Also einmal 0,2. Wir reden von Clexane hier. Wenn der Patient hat ein erhöhtes Risiko, das heißt jetzt Hüfteingriff zum Beispiel, erhöhtes Risiko, dann kriegen die Patienten 0,4. Okay, so, dann gibt es dann noch ein Problem. Du sagst es einmal, ja, das ist aber, finde ich, nicht in Ordnung. Warum? Es gibt ja halt die Niereninsuffizienten Patienten. Was machen wir bei denen?
da scheiden sich die Geister. Ja, da habe ich jetzt jede Menge gefragt, Nephrologen und so weiter. Es gibt zwei Meinungen. Ja, du darfst auswählen, was du willst. Es gibt eine Meinung, die sagt, ja, Clexane halb dosiert, ja, solange es noch geht mit dem GFR. Was heißt, solange es noch geht? Bei GFR von 30 bis 15 geben manche Nephrologen die Hälfte Dosis von Clexane. Anderen sagen, nein, ab 30 eher unfraktioniert. Ja, das mache ich auch so. Und zwar dann 5000 zweimal geteilt subkutan. Ja. Manche sagen, nee, dreimal, das haben wir mal versucht und es hat bei mehreren Patienten zu Komplikationen geführt. Es ist manchmal ein bisschen zu viel für Patienten, die das nicht brauchen. So, das ist dann die Thromboseprophylaxe. Der Patient hat nichts, du willst eine Prophylaxe einleiten, es sind keine Medikationen drin, er hat noch keine Thrombose im Leben gehabt und keine anderen Risikofaktoren. Bei niedrigem Risiko 0,2, bei erhöhtem Risiko 0,4, hat nichts mit dem Gewicht zu tun, orientiert sich eher nach dem Risikoprofil. Das liegt mal auf die Seite. So, jetzt kommen wir zur Antikoagulation. Es heißt Antikoagulation. Also von dem Namen kann man es schon. Das heißt, die Patienten müssen antikoaguliert, weil sie irgendwas haben. Die Indikation zur Antikoagulation will ich jetzt nicht hier aufzählen. Die kennt jeder. Aber der Klassiker ist Vorhofflimmer. Haben dann die Patienten Blutverdünnung drin. Die sind bereits antikoaguliert. Du willst jetzt nicht einen Prophylaxe machen. Die sind antikoaguliert, weil die sowieso, nicht nur durch OP, die haben sowieso jeden Tag ein erhöhtes Risiko. Das sind Leute, die zum Beispiel schon eine Thrombose haben in den ersten Monaten und eine Lungenembolie oder, wie gesagt, der Klassiker, Vorhofflimmer. So, die kommen dann zur Operation. Normalerweise oder wie auch immer, Koloskopie, ist auch was anderes. Und dann kommen sie und dann wird es halt pausiert. Was macht man da? Da sieht man dann immer wieder Patient mit Antikoagulationstherapie und 0,4 Clexane. Nein, nein, nein. Ja? Patient mit Antikoagulation. Dazu gehört, ja, die Antikoagulation mit dann zum Beispiel Clexane ist zweimal Gewicht adaptiert. Das heißt, wenn der Patient 90, 0,9 zweimal. Wenn der Patient 120, dann 1,2 zweimal. Also, der Patient hat schon eine Blutverdünnung. Erster Punkt, hast du schon gesehen in der Medikation. Der kriegt dann von uns zweimal. Und diese zweimal ist Gewicht adaptiert. Da werde ich jetzt schreiben GA. Ja, muss man sich merken. Gewicht adaptiert. So. Dann sagst du ja, aber ich gucke dann immer wieder und ich sehe, die Patienten kriegen 0,4 zweimal. Was ist das denn? So, das steht nirgendwo in den Leitlinien, aber man sieht es immer wieder. Mit vielen Chirurgen habe ich das schon das Thema durch. Viele Chirurgen meinen, in der präoperativen Zeit, also kurz vor OP und nach OP, geben wir lieber ein bisschen weniger Clexane, das ist dann weniger Blut. Das ist nirgendwo nachgewiesen. Ich wollte es auch so machen. Ja, bei meinen Patienten, ich würde auch jetzt um die OP-Zeit, ich sag mal jetzt OP-Tag und dann so zwei Tage, drei Tage danach 0,4 und dann danach Gewicht adaptiert. Da muss man auch dran denken, dass man irgendwann im Verlauf wieder zum Gewicht adaptiert kommt. So, und dann bleibt uns ein Punkt. Was ist, wenn dieser antikoagulierte Patient Niereninsuffizient auch, ja? Der hatte schlechte Nierenwerte. Was mache ich mit dem? Wieder ist dasselbe Diskussion, ja, aber eher hier unfraktioniert und eher ein bisschen mehr. Wir machen 7500 zweimal. Bisher sind wir damit sehr gut gefahren. Habe ich auch andere Anästhesisten, andere Nephrologen auch gefragt. Die sind auch der gleichen Meinung. Da kann man dann gucken, was man machen soll. So, das ist dann die ganz klare, was weiß ich jetzt, Unterschied oder Unterschiede zwischen Antikoagulation und die Thromboseprophylaxe. Immer dran denken, die Patienten, die keine kriegen Thromboseprophylaxe, die haben, die schon Thrombose haben oder andere Ursachen, die kriegen Antikoagulationstherapie. So, das war es von mir heute. Bitte, wenn ich irgendwas jetzt erzähle, wo ihr jetzt meint, ja, das ist jetzt nicht völlig in Ordnung, das bitte unten in den Kommentaren schreiben. Ich lasse mich gern belehren. Ja? Ich bin jetzt nicht der
was weiß ich, Professor. Ich versuche nur, was ich weiß, mit euch zu teilen. So, es hat mich wieder Spaß gemacht. Wünsche euch viel Spaß beim Lernen und bei der Arbeit. Und tschüss.